Es geht weiter mit Super Mario Maker und mit der kleinen Challenge im Finale. Und heute ist der Retro-André dran und es gilt natürlich wieder, jedes Level bekommt 3 Schanzen. Und heute spielen wir ein Level, was wir noch gar nicht geschafft haben. Und mal schauen, ob wir es heute packen. Ja, natürlich sind alle anderen auch heute dran. Wir werden mal versuchen, wie weit wir kommen. Und wenn wir es schaffen, das ist das Level, ich kann mich da erinnern. Wenn wir es wirklich schaffen, alle jetzt durchzukriegen, dann habe ich im 50. Part noch einen interessanten Levelbauer, den vielleicht nicht jeder kennt, aber doch schon eine größere Nummer ist. Vielleicht mache ich daraus auch noch einen 51. Part, weil ich merke, also ich habe jetzt bei Super Mario Maker mal ein bisschen die Views im Auge gehabt. Und ich muss sagen, das ist noch immer sehr beliebt. Also, das wundert mich ein bisschen, weil es gibt sehr viele Super Mario Projekte. Und ja, why not? Das zeigt aber auch, dass Super Mario noch immer bei jedem gut ankommt. Und das finde ich gut. Ist Nintendo doch nicht tot, ne? Wie so mancher behauptet. Ja. Oh. Ich bin gut durchgekommen. Ich glaube, ich war schon weiter als sonst. Röhren traue ich mich halt nicht. Ich glaube, eine Röhre müssen wir aber nehmen. Leider. So, die Passage ist nicht schwer. Hätte man halt gewusst, dass da noch so ein Stein auf dich wartet. So, dann hier hoch, da hoch. Ja, also das Projekt ist noch sehr erfolgreich, auch auf meinem Kanal. Obwohl ich kein großer Fan vom Projekt bin. Aber ja, das gleicher Fehler. Wie kann das sein? Es ist dieser Koopa. Der Koopa lenkt dich ab. Der Koopa schaut dich böse an und du verlierst deine Konzentration. So, letzter Versuch und diesmal sehr vorsichtig. Aber sehr vorsichtig. Und ja, ihr wisst, ich bin nicht zufrieden mit dem Projekt, weil ich halt am Anfang scheiße war. Was Kommentieren und Technik ganze Qualität angeht. Na, wir kennen doch alle die asynchronen Parts. Ja. Diese Zeit ist zum Glück vorbei. Manchmal kommt es vielleicht noch vor, aber das ist bei jedem so. So, und da ist ein verdammter Stein, ja. Ich weiß jetzt nicht, sind da noch mehr Steine oder... wisst ihr was, ich gehe mal den unteren. Wieso bin ich so dumm? Luca ist dran. Mal schauen, hat der neue Level? Ich glaube, bei dem habe ich alles gespielt. Ja, was da war. Ja gut, dann ist der Luca raus. Jetzt kommt der Nikolas. Oh, der hat immer sehr schwere Level. Er hat mir dieses Bowser Junior Level hier empfohlen. Und ich glaube, das spielen wir dann auch. Der dritte Teil. Nikolas Level sind immer sehr schwer. Das neue Rare. Hm. Das kommt mir bekannt vor. Aber es ist halt, wie gesagt, der dritte Teil. Ja, logischerweise darf man die P-Switches nicht berühren. Ganz gut erkannt. So. Und ich sehe die Schwierigkeit bei dem Scheiß. Der Steinblock wird nämlich den P-Switch aktivieren. What the fuck? Wow. Oh shit, lauf weiter. Speedrun Level. Oh Gott. Oh Gott. What the fuck? Ja, das ist letzter Versuch, ne? Das Level interessiert mich aber. Das ist endlich mal wieder ein geiles. Also, ein richtig. Ja,
Gut, damit sind wir dann schon dran. Da gebe ich aber ausnahmsweise einen Stern, weil das ist sehr interessant. Also das gefällt mir sehr gut. Seth hat 2 Sterne gekriegt. Ein bisschen wenig. Naja, er hat auch nicht so viele Sterne insgesamt. Wie zum Beispiel der Scryte hier. Der ist auch ein richtig guter Level-Bauer. Und da ist das Final Level. Perfekt für das Finale von Super Mario Maker. Dann spielen wir das beim Scryte. Oh Gott, spring! Oder nicht? Wie komme ich da hoch? Ah. Das letzte Level. Oh nein, dieser scheiß Buhu. Und der Wiggler. Und ich bin drauf und... Oh Gott. Der Buhu verfolgt uns. Da hinten ist ein Kettenhund. Der uns gleich mal umhaut. Okay, letzter Versuch. Und da wäre eine Checkpoint-Warnung. Beim Checkpoint wird natürlich alles wieder zurückgestellt. Ihr wisst es. Gut, dann versuch mal... Ja, so sind wir schnell fertig, wenn heute gar nichts läuft. Das hat aber auch noch niemand geschafft. Jetzt kommen wir zum Gexo. Bei dem habe ich auch schon alles gespielt, okay. Der ist auch irgendwie tot. Der Ben hat auch keine Level mehr. Eieiei, sind wir ja schneller fertig als gedacht. Der hier weiß ich, der hat ein Level gebaut. Der Last Level for a Great LPR. Okay. Dann spielen wir das. Und großen Dank für das. Ja. Das Kompliment. Und hat er sich hier an Kaizer inspirieren lassen, oder wie? Ja, wo geht's denn jetzt? Wo geht's denn jetzt hin? Da kann ich springen, okay. Da bin ich so halb safe. Okay, wir brauchen Switch. Wow, das kam sau unerwartet. Ah, da oben ist er. Okay. Und hier gibt's noch ein paar... Dinge. Okay. Versteckte Blöcke und ein freundlicher Lakito. Oh, ein Glück. Manchmal jemand, der es gut mit mir meint. Und dann sehe ich schon einen Bowser kommen. Ah. Nein, nicht da rein. Nein. Boah. Auf damit, Mario. So, gibt es hier einen Power-Up? Ja, einen Pilz. Da gibt es einen Buh. Und hier gibt es einen Yoshi, den kriege ich aber nicht. Bowser hat alle eingesperrt. Eieiei. Und hier ist schon das Ende. Wirklich? Ja gut, das ist der richtige Weg. Dann down. Ja, ein kurzes, aber feines Level. Ja, klasse. Und first try, ne? Joa. First try. Hab es doch noch drauf. So, gibt auch einen Stern. Ich hab's ja geschafft. Und der Weltrekord liegt bei 1 Minute 40. 1 Minute 4, okay. Und wurde von einem Amerikaner aufgestellt. Okay. So, jetzt kommt der stärkste Levelbauer, den ich kenne. Und bei dem habe ich einige Level nicht geschafft. Er hat aber keine neuen. Ja gut, dann... Great Boo Case ist so troll-like. Ich gehe auf das Get Gabbing or Get Going. Das war schwer, ne? Das war endlich mal wieder schwer. Bei ihm sind die Level nämlich immer kunstvoll, ha? Und nicht so schwer, also fordernd, aber es bleibt in einem angenehmen Niveau. Ah. Okay, es gibt hier einen Schalter, das ist okay, so. So, dann dadurch. Und dann? Hä? Ist das eine Falle? Nee. Meta Knight. Oh, nice.
Meta Knight. Oh yeah. So, jetzt diese blöden Donuts. An denen sind wir letztens auch gescheitert. Bei, ich weiß nicht mehr, wer es war. Und hier wird es noch eine Tür geben, die zu einem Checkpoint führt. Die Tür können wir aber leider nicht öffnen, weil wir nicht schnell genug waren. Oder? Oder müssen wir sie öffnen? Wir müssen sie öffnen. Okay. Na, immerhin erreichen wir einen Checkpoint. Super. So, dann... Au! Okay, schöne Vorwarnung. Immerhin. Also Junior, der wird vermutlich... Nee, es gibt keine Schlüssel in diesem Level. Das Level ist vermutlich noch vor diesem Update entstanden. Aber wir müssen ihn trotzdem besiegen. Das ist ja die alte Variante. Man baut einfach eine sehr hohe Mauer dahin. Obwohl die Mauer nicht so hoch... Doch, sie ist hoch. Okay, Captain Toad, gib alles. Gib alles. Ah, Flammen. Ah, nee, jetzt... Nein, das ist ja ein Stein. Richtig. Fuck. Stell dir vor, der Stein wäre runtergekommen. So, jetzt ist er down. Ah, diesmal sind wir besser. Hier waren wir... Hier war ich nämlich noch nie. Oder? Oh nee, Scrolling Eispassage. Oh nee. Was kommt da raus? Was kommt da raus? Okay, Bomben. Was ist da? Eine riesige Bombe, okay. Oh Gott. Was ist das denn schon wieder? Jetzt muss ich den Bowser Jr. erneut besiegen, ne? Und an den Stein denken. Denkt an die Steine. Denkt an den fucking Stein. Hä? Kommt ihr nicht mehr? Hä? What the fuck? Komm, letztes... So billig. Im Ernst. Oh mein Gott. Ja, Freunde. Das war's dann mit Super Mario Maker für heute. Beim nächsten Mal gibt's den letzten Part, das große Finale. Mit einem sehr interessanten Levelbauer. Ich schaue mir das Ganze eh noch an, bevor ich es aufnehme, weil ich kenne ihn persönlich auch nicht. Aber ich habe vieles von ihm gehört. Und er scheint sogar in der Weltrangliste ganz oben zu sein. Also ziemlich weit oben. Und ja, da werden wir mal reinschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann zum letzten Part Super Mario Maker.